Zombie Apocalypse. Einen schönen guten Abend, liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei unseren kleinen Farm. Ja, ich bin ja, habe ja gesagt, ich fahre jetzt runter mal zu dem Feld 1 und wir gucken uns das mal an, wie ob wir das kaufen und wie groß es ist. Und das machen wir jetzt mal. Und wir fahren dazu aber einen kurzen Weg, weil Hildegard ist fertig, also gedrescht wurde. Wir müssen gleich noch abladen. Das heißt, das machen wir dann gleich auch noch direkt in einem. Das heißt, wir brettern jetzt aber ganz schnell hier über unser Feld, denn da hinten ist ein Feldweg. Und da müssen wir mal hin und dann gucken wir mal unser Feld uns an. Ja, Kevin ist gerade beim Landhandel. Sepp und Michael sind da. Und dann bringen wir gleich den Drescher weg. Und dann schauen wir mal weiter. So. Ja, und der Praktikant ist auch noch da im Übrigen. Ich fasse es nicht. Die haben einen Praktikanten. So viel haben die auch gar nicht zu tun. So, also das hier müsste das Feld sein, wenn ich das gerade richtig sehe auf der Karte. Ja, das ist das Feld, genau. Nein, das ist nicht das Feld. Ah! Das hier ist Feld 2. Wir brauchen Feld 1. Feld 1 ist das hier. Oh, da ist Wiese drauf. Okay. Mhm. Nicht schlecht. Okay, gefällt mir. Dann würde ich nämlich sagen, Wiese, wir kaufen das und holen dann die Wiese runter. Hab einmal voll gemacht beim Landhandel. Ja, alles klar. Kevin, pass auf. Ich mache jetzt, tanke jetzt den Drescher ab und den Drescher wieder zurück. Jo. Und das Feld 1 ist momentan Wiese. Ja. Das heißt, das passt uns ganz gut in den Kram. Dann kauf mal 1 und 7. Jein. Ich war gerade am Überlegen, ob wir die 1 kaufen, das runterholen. Dann haben wir den Gras und machen dann daraus das Feld wieder. Bau mal. So, und dann können wir nämlich die Wiese da hinten sowieso kaufen. Ja. Das wäre eine Idee. So, aber ich tanke jetzt erstmal ab. Ich stell dir den Hänger gleich oben hin, wenn du dann fertig bist. Komm schon gerade runter. Ja, ich bin schon am. Ich hab den schon dran. Oder am Fendt? Am Fendt, ja. Ja. Weil ich muss den Fendt ja auch hochstellen und dann laufe ich gleich runter. Warte, dann warte ich hier oben und nimm dich mit. Genau, und dann bringst du mich zum Drescher, dann bringe ich den Drescher nämlich weg. Genau. So. Aber der eine da unten ist eine kleine Sportskanone, ey. Ja, wie meinst du? Den Elias? Ja, seine Eltern haben zu viel Erde für das Haus berechnet. Jetzt fahren sie die Hälfte wieder weg. Okay. Aber dass es jetzt nicht schneller geht, haben sie riesengroße LKWs genommen. Ich glaube mit 60 Tonnen Zuladung. Okay. Ich glaube, da haben sie ein bisschen so verkalkuliert. Ja, das glaube ich aber dann auch. Dann sehen wir vielleicht erstmal auf dem Rückweg zusammen hochfahren, dann kann ich anfangen mit Düngen und du siehst an. Was? Nee. Warte. Also erstmal fahre ich gleich mein LKW, hole ich gleich mein Auto. Ja, und dann sehen wir, dass wir irgendwie zusammen wieder oben ankommen. Ich dünge und du siehst an. Wenn du mich unten abgesetzt hast. So. Du setzt mich jetzt gleich am Drescher ab. Ja, du kommst jetzt hier hoch. Ich nehme die Anhänger an, nehme dich mit runter, fährst den Drescher zum Händler, ich kipp ab, fahren ungefähr so zusammen hoch, ich fahre mit dem Düngersteuer vor, du mit der Maschine nach. Und
Und dann müssen wir noch mal Holz hier wegmachen, ne? Was, Holz? Ja, da, unser Feuerholz. Reintragen oder was? Ja, müssen wir mal ordentlich machen, ne? Jo, hat das Opa nicht gut gestapelt? Nee. Da liegt ja noch die Hälfte rum. So. Dann bring mich mal bitte runter eben. Und dann fährst du das verkaufen. Ich bring den Drescher weg und dann treffen wir uns wieder oben am Hof. Am anderen Ende vom Feld, da hinten in der Ecke. Na toll. Ja. Ich habe mir überlegt, wir wollen ja Ballen machen, ne? Ja. Damit wir nicht so weit müssen. Was hältst du denn von der Krone? Von dem Big Pack? 120, oh. 80. Ja, ich weiß nicht, haben wir Rundballenlager oder Förderballen? Das kann ich dir nicht sagen. Das müssten wir dann nochmal gucken. Vorher. So. Badig. Ja, wir müssen mal gucken, was wir haben, ne? Ah, okay. Beides? Dann sparen wir nämlich ein bisschen Geld. So, ich gucke jetzt mal kurz, was uns Feld 1 denn kosten mag. Puh. Die Preise haben mit in sich, ne? Ja, also ein Plus Länder. Ja, Einstreuer. Warte mal. Da wollte ich eh was wissen. Und mal gucken. Bei der Tierhaltung. Also entweder wir machen es mit dem Wagen, mit dem Hänger. Oder, um uns auch Platz zu sparen hier unten, nehmen wir Ballen. Hier so eine für einen Frontlader. Okay, und dann noch ein Futter. Ja, dann machen wir das so. Ja, aber da brauchen wir schon einen mit Power, ne? Beziehungsweise da können wir den Fendt, der Fendt, der kann das ja auch. Das ist ja nicht das Problem. Ja, ich hatte eigentlich schon einen im Kopf. Den Puma von Case. Ein Case Puma. Oder einen, warte mal, mal gucken, was hat denn der? Mit GPS. Volle Motorausführung. Ja, wir sollten uns schon ein bisschen was, damit wir auch die Berge hochkommen, weil wir brauchen ja einen definitiv größeren Hänger. Und da müssen wir schon was mitziehen können. Ne? Also der muss schon Power unterm Hintern haben. Also ich würde, also entweder den MF oder den Puma. Ja, noch ein Fan oder halt ein Johnny. Aber noch ein, nee. Also lass uns mal beim Case oder beim Messi Ferguson bleiben. Dann. Ja, ansonsten kommen wir nur noch in die Großtraktorenbereich und das wird dann schon wieder zu groß. Das können wir gar nicht gebrauchen. Also. Ja, wir können ja mal Augen offen halten. Ja,
Auf jeden Fall. Gut, dann. Warum hat der denn das jetzt nicht eingeklappt? Meine Güte. So, machen wir das mal wieder aus hier. Also, oder also ein schöner Fendt 820 hat fast 300 PS, als so wie der, und hat Frontlader und alles halt dran. Ja, muss man und hat halt für die Berge hier gute Terra-Bereifung. Ja, können wir uns mal angucken. So, ich bin dann jetzt auf dem Weg. Was hat der dann hier hinten dran? Wir haben Gülle fahren hier wie die Bekloppten. Was machen die? Sind ja am Gülle fahren wie die Bekloppten. Dann sollen sie bei uns weitermachen, wenn sie genug Gülle haben. Und nochmal 15.000, das hört sich gut an. Das sah gut aus. Mit riesengroßen Schodero und Zubringer, da passen bestimmt 40, 50 Kubik drin. Ja, das ist krass. So. Alter, wir haben hier noch ein großes Samsung-Güllefass mit Schlitzgerät. Ja, den heißt es nicht kleckern, sondern klotzen. Ja. Hey. Ich bleib jetzt gleich hier unten stehen, gucken, was die sprechen wegen Bezahlung vom Drescher. Ja, genau. Kannst du das direkt überweisen dann, ne? Jo. Ich komme auch jetzt von hinten auf den Hof gefahren. Da muss ich hier mit dem breiten Biest nicht über die komplette Straße brettern. So. Passt der hier rein? Oh ja. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hallo. Nein. Da bin ich da. Oh, okay. Haben für Pflanzenschutz und Drescher 1500 genommen. Ja, das hört sich gut an. Okay. Das passt. So. Soll ich dich mit? So, achso, nee, du hast Auto hier. Auto hier. Ich stelle den gerade nur den Drescher wieder rein. Ja. Boah, die haben schon die Betonfläche hier fertig. Die ist ja schnell. Oh, Betonfläche. Hier bei dem Polizeigebäude oder was das werden soll. Okay. Oh. So. Ja. Okay, bin mal gleich wieder da, einen kleinen Moment, ne? Jo. Das Rasenmäher-Ding, das war mit der Gemeinde. Die Seiten und dem Weg. Hallo. Ja. Hallo? Wo seid denn ihr? Hier. Bei Jung. Du stresst schon wieder. Ja. Wo ist der Michel? Achso. Sepp. Michel, erstmal danke für den kleinen vom Drescher. Ich hab schon gehört, der Kurze hat bezahlt, ne? Jo, alles gut.
Ist das ein 7er? Ist das ein 7er Fendt? Ja. 24. Darf ich mal Probe sitzen? Da hinten hat mein Bier aber Platz, hör mal. Was hat denn der an PS? Ach, hör auf. Ja, da, in der. Ja, cool. Genau. Das andere, das hier ist der 1050 oder was? Oder? Den er den Beifahrer. Ah, okay. Sorry. Nicht schlecht, ja. Gesundheit, ne? Okay, ja. Das, oh. ist einer von unseren zwei, von unserer 2-1050. Noch haben wir da zwei von. Weil? Ah, ihr strukturiert um. Hm, alles klar. Okay. Ja, nee, ist klar. Okay, dann erstmal danke und ja, ich bin erstmal wieder weg. Ich habe noch gut zu tun. Wie sieht das eigentlich aus? Gibt es hier eine Bank? Ach, Sepp, du Banane. Ich brauche einen Bankberater. Dings hier beim am Bahnhof da, weiß Bescheid. Ja. Also wenn du Geld anlegen willst, kann ich dich beraten. Nee, lass mal, Sepp. Danke. Ich kann auch hier guck mal hier, meine Hosentasche, hier ist ganz viel Platz. Ja, ja. Tschüss, da kannst du Geld gut anlegen. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Den bringen wir das auch noch bei mit dem Spaß, verstehen, ne? Gibt's ja nicht. Mit Sicherheit. Ist ja unfassbar hier. So. Kevin? Ja? Ja, da bin ich wieder. Bin im Auto. Ich fahre jetzt mal gucken, wo hier eine Bank ist. Ne? Weil ja. Man muss sich ja mal vorher informieren. Ja. So. Und ich habe mich gerade mal entschlossen, ich gebe nochmal Geld aus. Wofür? Hühner. Hühner? Hühner. Ja, dann kauf mal noch Hühner. Ich fahre mal gucken, wo hier die Bank ist. Ja, ich weiß, wo eine ist. Der Sepp, ja, keine zum Sitzen. Den Spaß, den hat der Sepp gerade auch schon gemacht. Der wollte mir eine Bank draußen zeigen zum Sitzen. Ja, der weiß, was gut ist. Ja, ich auch. Ich habe eine Bank oben. So, der meinte irgendwo am Bahnhof. Aber wo ist denn am Bahnhof eine Bank gewesen? Soll ich mal schnell vorbeikommen? Nee, ich finde das schon. Das eher ist das aber nicht. Da, warte mal. Irgendwo nur am Bahnhof, hat er gesagt. Ist eine Bank. Aber jetzt nicht gerade. Lauf auf. Nee. Ah, warte mal, da. Da vielleicht. Nee, auch nicht. Das hier ist aber keine Bank, das ist. Da kriegst du Damenstiefel, was soll ich damit? Ach, da ist sie, ich hab sie. Okay. Oh, hier ist auch eine Bank, sich zum Hinsetzen, neben dem Schild, was jetzt in die Bauern. Vergiss es. So zahle ich dir deinen Führerschein nicht. Dann bezahle ich ihn selber. Von welchem Geld? Unserem. Du meinst mein? Ja. Nehme ich dir gleich die EC-Karte wieder weg. Ach, da fahre ich nochmal 7 Stunden zu Dings, zur Kamera und guck, ob die noch was hat. So,
Mal gucken, was der so Offroad kann hier. Offroad? Ja, ich bin mal gerade kurz Offroad gefahren. Hab's gesehen. So. Oh, meiner kann auch gut driften hier. Mit drei Rädern. Opa. So, Hühner hast du geholt? Ja, sehr ja. Schön. Okay, das passt doch. Ja. Da ist unser Wauzi, passt. Jetzt kann man dem Hund kein Futter geben? Ach doch, da. So, hier. Dann haben wir zu fretten. Okay, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch. Wir stellen auch die Fahrzeuge weg und räumen ein bisschen auf und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal Mittag. Wa? Ja. So sieht's aus. Dann komm. Rast nicht immer so mit dem alten Schätzchen. Ja, ich war schon überlegen, ob ich es bei eBay reinsetze, wenn ich dann irgendwann einen neuen kriege. Nein, der bleibt auf dem Hof, wo er ist. Ah, okay. Für die Kühe unten können wir den gut verwenden. Ja. Außerdem, wir haben ja hier oben auch genug Platz und unten. Ne? Ach, sicher. Boah. Stell dir mal vor, da der 615er und hier noch so ein schöner 820er mit Terra-Bereifung, extra für die Berge ausgelegt mit Hangjacke. Ja, natürlich. Na, geht die Tür noch von außen auf? Was ist das denn? Ach, ah, die klemmt. So, jetzt ist er auf. Warte mal, lass mal ausprobieren. Geh mal rein. Ja, jetzt machen wir von da innen auf. Oh, hä? Okay, dann hat die geklemmt gerade. Also, musst du mal machen. Ja, kannst du morgen mal beim Sepp holen. Oh, komm hier, mach auch erstmal zu, wenn nicht, dass uns einer was klaut. So. Kevin, komm jetzt Kaffee Mittagessen. Ich hab Hunger. Wir müssen noch kochen. Jetzt. Komm jetzt, hopp. Ja, ich bin gerade beim Zockerzimmer. Ja. Schön hier oben. So, meine Lieben, das war's aber auch für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Dienstag. Wir sehen uns heute Abend dann zum Livestream wieder, wenn es wieder heißt, unsere kleine Farm. Und dann machen wir natürlich hier weiter. Ich freue mich und schaltet wieder ein, lasst die Daumen da, Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und von daher, bis dahin, euer Kolke. Ciao. Ja.